Wir gehen jetzt einfach noch mal ein Stündchen rollen. Ganz easy, entspannt, die Beine auslockern, bevor wir dann Mittag essen. Easy. Easy, easy. Wenn der Fabi nicht attackiert. Das weiß man nie. Ja, Race Week ist für mich tatsächlich so die Phase, wo das Training runtergefahren wird. Also natürlich jetzt gerade auch wieder im Neuaufbau nach dem Ironman Tulsa ist es halt so, dass ich die letzten Wochen eigentlich permanent irgendwie 30 Stunden trainiert habe, Woche für Woche. Und jetzt eigentlich so ein bisschen so eine Art Erlösung kommt, so buh, Race Week mal ein bisschen runterfahren und mal ein bisschen Pause machen. Klar trainiere ich natürlich auch gerne viel, aber es ist halt auch mal cool, wenn man mal ein bisschen vom Gas gehen kann und mal ein bisschen ausschlafen kann. Ich mag es auch, dann am Rad zu tüfteln und dann nochmal hier noch die Wettkampflaufräder endlich mal wieder reinzustecken und nochmal das Fahrrad zu putzen und so das Race-Ready machen, die Sachen raussuchen und auch so eine Taktik durchdenken. Die Nutrition zu planen. Das ist einfach, ja, alles dann an dem Wochenende passt. Ja, ich meine, ich funktioniere am besten so in meinem kleinen Umfeld, so, wo ich Leute um mich habe, die wissen, wie ich ticke. Die wissen, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt braucht er mal ein bisschen Ruhe, jetzt braucht er einen Kaffee, jetzt. Müssen wir mal ein bisschen positiv zureden. Ja, also das Umfeld ist für mich tatsächlich das sehr Entscheidende, das menschliche Umfeld. Ich habe einen Patrick kennengelernt 2017. Da war ich mit einem Profiteam Katusha im Trainingslager in Mallorca im Robinson Club. Und da waren von meiner Praxis waren Sportwissenschaftler dabei. Und die haben ihn irgendwie aufs Zimmer gebracht und haben gesagt: Du, da ist irgend so ein Triathlet, der hat Probleme mit seinem Zeh und mit seinem Sprunggelenk. Sag ich, ja, bringt es mir halt vorbei, dass dann Patrick im Zimmer stand. Das hat mich dann selber, ja, hat erfreut. Und so sind wir zusammengekommen und dann habe ich ihn dort das erste Mal behandelt und dann haben wir uns auch wieder ein bisschen aus die Augen verloren. Und intensiv ist dann der Kontakt zustande gekommen nach seinem Ausstieg, krankheitsbedingt beim Ironman 2019. Und dann haben wir uns, sein Management, sein Trainer, ist dann der neue Trainer, der Björn Giesmann, hat dann die Leitung übernommen, haben wir ein Meeting gemacht mit dem Management und haben ein Projekt ins Leben gerufen, Road to Kona. Bist du mit ihm schon mal gelaufen? Nee, mache ich morgen. Also paar Belastung. die noch, genau. Ja. Vom Ablauf selber her ist es so, dass wenn wir jetzt von einem Sonntag-Wettkampf ausgehen, eigentlich Freitag der Tag ist, wo man eher nichts macht, Ruhetag macht oder vielleicht halt ganz locker mal ein Stündchen noch Rad fährt. Samstag kommt dann die Vorbelastung. Da mache ich in der Regel alle drei Sportarten nochmal einmal ganz kurz. Ja, keine Ahnung, Kilometer schwimmen, irgendwie Stunde, anderthalb Radfahren mit ein paar Intervallen und dann noch einen kurzen Koppellauf, 15 Minuten. Das mache ich auch am liebsten morgens, um dann noch den restlichen Tag sozusagen wirklich komplett frei zu haben, um meine Sachen zu packen, um alles nochmal zu sortieren, alles nochmal vielleicht auch hinlegen und im Kopf halt durchgehen. Wenn man vor Ort am Wettkampf geschehen ist, sich vielleicht nochmal anzuschauen, wo stelle ich mich morgen hin beim Start, wie ist die Schwimmstrecke, im Kopf durchzugehen, die Radstrecke, an welchen Bergen will man vielleicht eine Attacke setzen, so dass das komplette Wettkampfgeschehen im Kopf durchzuspielen und dann nochmal diese positive Emotion vielleicht zu wecken, wie es denn wäre, wenn man als Erster da durchs Ziel läuft. Für Patrick ist extrem wichtig, dass man vor dem Wettkampf, auch wie vor Amerika, in eine Struktur bringt und so wenig wie möglich, aber so wichtig wie nötig die Menschen um ihn sind, die wo ihn supporten. Das ist bei großen Wettkämpfen ich.
Das ist der Björn. Und dann haben wir es eigentlich. Was wichtig ist, es muss homogen sein, es muss ruhig sein. Und was wir sehr gerne haben, ist, dass dann einfach auch die Wettkampfvorbereitung von zu Hause weg ist und vor Ort ist. Da kann er sich komplett fokussieren. Er kann sich extrem schinden, er kann sich extrem quälen. Und er ist sehr kritisch. Und sehr kritisch heißt, er ist zu seinem Körper sehr kritisch. Und da stellt er auch die richtigen Fragen. Er ist zum Trainer kritisch und dann wissen wir ihn einzuordnen. Und Patrick gehört beschäftigt. Ob das dann ein Tischtennisturnier noch am Abend ist, vor die Wettkämpfe, ob das dann noch irgendwie gemeinsam essen, kochen ist. Er braucht keine große Presse, er braucht keine große Show. Aber das, was dort ist, blindestes Vertrauen in einer ganz klaren Struktur und dann, es hört sich jetzt blöd an, aber dann funktioniert er. Das geht Hand in Hand und er lässt sich extrem gut führen. Und da haben wir auch, da hat der Björn auch sehr viel mit ihm gearbeitet, auch sehr viel auf der mentalen Geschichte. Ich mache sehr viel osteopathisch mit ihm, dass man dieses Ganze zum Schwingen bringt. Aber zum Schwingen, wie es für den Patrick Lange passt. Und das kann man nicht übertragen auf, er macht bei mir auch die Behandlung oder er macht bei dem. Man muss ihn kennen, man hat den Zugang. Und dann macht es irrsinnig Spaß. Und wie gesagt, er glaubt an das und dann kann man auch was bewegen. Das ist ein Männchen. Kopf, Arm, Fuß, Körper. Und da musst du jetzt hier noch so mit so einem, machen. Weißt du? So. Und dann machst du da noch so ein Smiley drauf. Noch einen Hut. Top. Die Rennwoche an sich versuche ich genauso zu gestalten wie die Rennwoche auf Hawaii, um Abläufe zu trainieren, was extrem wichtig ist. Also dann einen festen Rhythmus zu haben, da unterscheidet sich der Truma-Triathlon vom Ironman Hawaii tatsächlich relativ wenig. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, dass so viele Teammitglieder wie möglich irgendwie auch bei mir sind, dass der Physio heute kommt, dass der Physio seine Behandlung, die er am Wettkampfvortag vor Hawaii macht, er im Prinzip, das wird alles trainiert. Es ist super wichtig, diese Parallelität zu schaffen und das irgendwie sozusagen in Einklang zu bringen. Nichtsdestotrotz guckt man natürlich mal rechts und links und ich überlege mir halt schon, welche Rennsituationen können sich da morgen ergeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden da habe wie den Lukas Spreuth, wo ich halt einfach sage, okay, der schwimmt halt so stark, der wird auf jeden Fall vor mir aus dem Wasser steigen. Wie lange kann ich da dranbleiben? Kann ich überhaupt da dranbleiben? Wie kann ich auch davon profitieren? Aber trotzdem will ich mir jetzt von niemandem irgendwie mein Rennen irgendwie aufdiktieren lassen, sondern versuche halt schon irgendwie immer so mein eigenes Ding irgendwie optimal durchzuziehen, mich auf mich zu fokussieren. Also auch wieder so eine Balance irgendwie zu finden. Also jetzt steht an, eine Präsentation der Top-Athleten und dann ist um 13.30 Uhr, also ist so ein bisschen jetzt hier Vorstellung und wahrscheinlich ein kurzes Interview auf der Bühne. Wahrscheinlich müssen wir dann eher ins Stadtzentrum. Ne? Und dann ist noch Kindersiegerehrung. Du hast gesagt, wer in Obertrum gewinnt, ist absolut ein vollkommener Triathlon. Warum vollkommen? Was macht Obertrum so besonders aus sportlicher Sicht, dass du sagst, wer da gewinnt, der ist schon wirklich oberste Klasse? Ja, man braucht einfach nur mal eine Runde auf der Radstrecke zu fahren. Ich glaube, die Radstrecke hat alles, was einen kompletten Triathleten fordert und was es halt braucht. Du hast schnelle Abfahrten, du hast steile Anstiege, du hast eine Flachpassage, wo du ordentlich hindrücken musst. Von daher, man muss sich das Rennen extrem clever einteilen. Von daher ist meiner Meinung nach hier wirklich der ganze Athlet gefordert.
Name und Distanz? Lange Patrick, Mitteldistanz. Schmeißt du das da rein, da ist alles drin. Chip-Badehaube, Startnummer, goldene Badehaube, gell? Genau, Handgelenksband und die Aufkleber für den. Alles klar. Passt. Ciao. Ruh dich noch gut aus. Wir sehen uns morgen. Ciao. Tschüss. Also als ich das erste Mal Hawaii gewinnen wollte, so, da wollte ich Hawaii gewinnen, da war mein Ziel, Hawaii zu gewinnen. Und dann vom zweiten Mal war es so, ja okay, ich möchte es jetzt beweisen, dass es keine Eintagsfliege war. Und danach, da bin ich ja unter 8 Stunden gewesen und habe das Ding nochmal, so, dann war echt erstmal so ein kleines Loch, dass ich halt gesagt habe, so, ja okay, was und was jetzt? Jetzt habe ich es bewiesen, dass es keine Eintagsfliege ist. Ich habe bewiesen, dass es unter 8 Stunden geht. Dann hat es echt irgendwie lange gedauert, bis ich sozusagen auch einen anderen, neuen Antrieb irgendwie entwickeln konnte. Und das hat sich ja halt irgendwie über Jahre gezogen. Nicht Jahre, aber schon bestimmt 1,5 Jahre gebraucht zu merken, was jetzt der Antrieb ist. Also ich mache das eigentlich auch schon eher so, weil ich sehe, was es bewirken kann. So, weil ich merke, dass es den Kindern da, dass das halt eine Vorbildfunktion ist. So, und das finde ich halt einfach, das finde ich mega geil. Am Wettkampf morgen, den Ablauf, den versuche ich jetzt wirklich immer mehr zu gleichzuschalten. Also versuche da die Abläufe einfach zu professionalisieren und versuche rauszufinden, was halt für mich am besten passt. Dann bin ich auf einem sehr guten Weg. Der Tag fängt eigentlich so an, dass ich 3 Stunden vor dem Rennen aufstehe, direkt einen Kaffee mache. Und den auch genieße, versuche ein bisschen runterzufahren, mal durchzuatmen. Dabei Frühstücke, meistens Porridge mit Zimt und Honig. Und dann die letzten Vorbereitungen mache, also meine Gel-Verpflegung anzumischen, in die Flaschen zu kippen. Das habe ich ganz gerne, dass es dann frisch ist. Einige bereiten sich auch schon am Tag vorher zu. Also ich weiß nicht, mag es lieber, wenn es irgendwie frisch ist. Und alle letzten Klamotten noch zusammenpacken. Jetzt hier im speziellen Fall war es ja so, dass wir das ganze Ding von zu Hause aus machen konnten. Das heißt, wir sind dann 7:10 sind wir losgefahren. Einchecken war auch am Morgen, das heißt Fahrrad nochmal gecheckt, dass alles passt, Reifen aufgepumpt, dann einchecken gegangen, eingecheckt. Dann haben wir uns ein ruhiges Plätzchen gesucht, was auch vom Regen etwas geschützt war, weil es ja den ganzen Tag immer wieder echt stark geregnet hat. Haben wir ganz coolen Platz gefunden. Dann bin ich einlaufen gegangen, eine Viertelstunde mit einem Kumpel. Finde ich irgendwie immer ganz, ganz cool, wenn man das nicht alleine machen muss und noch ein bisschen tratschen kann dabei. So, dann habe ich noch ein bisschen Zugseil-Vorbelastung gemacht, um ein bisschen Schwimmspannung aufzubauen. Dann bin ich in den Neo reingesprungen und runter zum Wasser gegangen, habe mich noch ein bisschen eingeschwommen, habe mich von meinem Team sozusagen verabschiedet. Die habe ich gestern Abend auch schon alle gebrieft, wer wo an welcher Verpflegungsstelle stehen soll, wer mir was gibt, in welcher Reihenfolge und so weiter. Da haben wir eine ganz gute Planung gehabt, sodass da heute Morgen das alles klar war, was dann in dem Moment, wo wir uns sozusagen trennen, jeder Einzelne zu tun hat. Dann bin ich noch eingeschwommen, so 10 Minuten, Viertelstunde.
dann wieder raus, 5 Minuten auf der Bank gesessen mit Egge, ein bisschen Blödsinn geredet. Und dann ging es los, dann in den Vorstartbereich und um 9 Uhr fiel der Startschuss. Ja, ich habe mich beim Start direkt neben Lukas Voigt positioniert, in der Hoffnung, dass er mich so ein bisschen mit rauszieht. Es war klar, dass er schneller schwimmt. Er ist einfach, glaube ich, der schnellste Schwimmer im Triathlon-Bereich. Das ist ja unbestritten. Und das ist dann auch so tatsächlich passiert. Bin gut weggekommen, gut die ersten paar Meter so an seiner Hüfte irgendwie bleiben können. Und dann habe ich auch tatsächlich schon den ersten großen Fehler oder vielleicht sogar den einzigen Fehler des Tages gemacht, indem ich halt gedacht habe, irgendwie schwimmt er mir zu weit rechts. Das ist nicht die gerade Linie. Und bin dann sozusagen mein gerade geschwommen, dabei war das aber voll links. Also ich bin voll vom Kurs abgekommen und habe das einfach ein bisschen verbaselt. Dann war halt endgültig weg. Von dem Moment an, also wie gesagt, so nach, lass das 150 Meter gewesen sein, war er weg, war ich alleine. Hatte dann noch, ich habe immer mal so hinter mich geschaut, also es waren schon noch Athleten irgendwie da, aber auch nicht direkt an den Füßen. Also es war, glaube ich, der einzige Triathlon, den ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe, wo mir niemand die Füße berührt hat. Also das ist ganz komisch. Zwischendurch beim Schwimmen habe ich mir so gedacht, oh, irgendwie komisch. Irgendwie keiner, der dir auf die Füße haut, keiner, der dir in den Arm greift. Das ist mir so echt noch nie passiert. Kurze Landgang, die letzte Runde noch geschwommen. Da war schon klar, dass er so im Bereich von 2 Minuten habe ich halt auch schon vorher einkalkuliert gehabt. Das waren dann irgendwie, glaube ich, jetzt 1,40. Dann sind wir aufs Rad gestiegen. Der Weg in die Wechselzone war relativ lang. Dann geht es ja im Prinzip kurz durch den Ort durch und dann kommt ja schon der erste Anstieg. Da habe ich ja von Anfang an versucht, halt Druck zu machen bin da sozusagen auch schon am maximalen Limit meiner Bergaufwerte für eine Mitteldistanz gefahren. Also wir sprechen ja schon so von 3,30 bis 3,40, wo schon dann auch, wo man einfach dann irgendwann mal auf die Bremse treten muss, um nicht zu überziehen einfach bei 63 Kilo. Und das ging dann relativ gut. Ich glaube, nach einer halben Runde hatten wir den Lukas eingeholt. Zu meiner Verwunderung kam noch ein weiterer Teilnehmer, der Georg, von hinten angefahren und hat dann echt auf die Tube gedrückt, da bergauf. Also es war richtig, also kam mir richtig stark vor, auch weil ich ihn nicht so richtig auf der Rechnung hatte. Und so waren wir dann so ein kleines Trio, das ich dann geformt hatte. Lukas hat sich dann eher zurückgehalten und wir haben so einigermaßen die Arbeit, gesplittet würde ich nicht sagen. Georg hat irgendwie immer an den Bergen voll Druck gemacht und im Flachbereich bin ich dann meistens vorgefahren und habe dann versucht, da so ein bisschen Konstanz wieder reinzubringen. Aber abschütteln konnte ich ihn dann erstmal nicht und es war aber auch völlig in Ordnung, weil ich bin komplett so gefahren von den Werten her, wie ich es fahren wollte. Die zweite Runde war abartiger Regen, also sowas habe ich selten gesehen. Also da war wirklich Land unter, also das hat ja geschüttet aus Eimern, also war Wahnsinn. Und im Wettkampf finde ich immer wieder, man kriegt das zwar mit und das war so ein schlimmer Regen von oben, dass es teilweise sogar wehgetan hat auf der Haut. Und ich habe dann immer mein Visier hoch runter machen müssen, weil es natürlich dann beschlägt, wenn der Kopf warm ist und draußen die feuchte, kalte Luft dran prasselt. Aber ich bin nie kalt geworden, was ich irgendwie auch ganz angenehm fand. Also geht ja schon öfters mal die Situation, wenn es halt richtig schüttet, dass halt ganz schnell arschkalt wird. Und das war jetzt gar nicht so. Also ich habe nicht gefroren.
Die dritte Runde war dann wieder okay, da war dann nur noch Nieselregen. Dann ging es zum zweiten Wechsel. Da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, wie schnell der Georg gewechselt hat. Da habe ich gerade meinen linken oder meinen rechten Socken an, der ist ja schon losgerannt. Und so, ja, okay, alles klar, ciao. Das war beeindruckend. Und da habe ich mir auch dann, weil es so ein hart Platz, Fußball, diese Granulat-Dinger habe ich mir dann volles Rohr im Socken drin gehabt. War beim Loslaufen echt ein bisschen unangenehm. Irgendwann hatte ich mich dann dran gewöhnt. Ja, und dann nach dem Wechsel, wie gesagt, ich habe bestimmt 15 Sekunden länger gebraucht als er. Also, ja, da habe ich echt Zeit verloren. Und also im Vergleich zu ihm hat sich halt nur die Schuhe angezogen. Keine Socken, keine Mütze, keine Uhr, gar nichts. Also, er hatte einfach nur Schuhe an und Feuer. Und ich habe halt eben noch Socken angezogen, habe noch Mütze, Kappe, Brille, Uhr und so. Und dann habe ich erstmal die ersten Kilometer ganz schön drücken müssen, weil ich natürlich dann sofort hinlaufen wollte und da direkt auch zeigen will natürlich, dass ich hier gewinnen möchte. Und das ist dann gelungen, noch vor dem ersten Wendepunkt. Und ab dem Moment konnte ich ja meinen Vorsprung konstant ausbauen. Es war schon so, dass beim Loslaufen oder nach den ersten 5-6 Kilometern ich so Regen, bergige Strecke, Attacken schon gemerkt habe. Und auch gemerkt habe, dass ich halt jetzt für den Wettkampf hier nicht besonders super duper Tapering-Phase gemacht habe, sondern das eher aus dem Training mitgenommen habe. Trotzdem alles cool, ging gut und hatte ja vorher auch schon das Ziel ausgesprochen, eben hier als Erste unter 4 Stunden zu sein. Das war dann so die Benchmark, wo auch die Betreuer dann wussten, was sie dann ungefähr mir zurufen müssen, was ich laufen muss, um unter 4 Stunden zu bleiben. Das hat dann gut gepasst und so sind dann die 3,5 Runden gut rumgegangen. Was halt cool war, also je mehr Leute irgendwie auf dem Kurs war, desto mehr ist man halt auch von den anderen Athleten angefeuert worden. Das war schon echt mega lässig. Ja, und dann ins Ziel mit 3,55 plus minus. Und war ein geiles Gefühl. Also generell einfach ein geiles Gefühl, wieder Stimmung an der Strecke zu haben einfach. Also wieder Leute zu haben, die einen anschreien und richtig mitgehen. Und war gefühlt auch echt trotz des schlechten Wetters halt richtig viel los. Die Leute waren mega begeistert und haben richtig, richtig Radau gemacht. Damit hier Trommelgruppe und so weiter. Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Und von daher gehe ich jetzt echt hier mit einem richtig guten Gefühl weg, wie geil doch Triathlon ist, wenn dann Leute wieder auch an der Strecke stehen und man diese echte Rennatmosphäre, die es ja dann am Ende ausmacht, genießen kann. When I wake up,